Die junge Pianistin Violina Petritschenko aus Köln hat ihre Debüt-CD dem ukrainischen Komponisten Viktor Kosenko und dem russischen Komponisten Alexander Skriabin gewidmet. Violina kommt aus der Ukraine und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Hat in Weimar und Köln studiert, wo sie jetzt auch lebt. Mit Viktor Kosenko hat sich Violina in den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt. Dass die Debüt-CD aufgrund der aktuellen politischen Situation in der Ukraine eine besondere Bedeutung erfährt, hätte sie nicht gedacht. Auf ihrer CD zeigt sie die musikalischen Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten und Wurzeln der beiden Komponisten auf. Zwei Komponisten, Kosenko und Skriabin, die für mich irgendwie zusammen existieren. Auf der CD habe ich Opus 3 von beiden Komponisten aufgenommen, die Poemen auch von beiden und zwei Sonaten. Jemand hat mich gefragt, ja, gibt es überhaupt in der Ukraine klassische Musik? Nie gehört, wahrscheinlich nicht. Und da wollte ich mit meiner CD eine klare Antwort geben, ja, es gibt und zwar sehr schöne Musik. Sie könnte eigentlich damit helfen, mit dem Konflikt, weil von beiden Komponisten Musik zeigt einfach Frieden und Schönheit der Welt. Für mich war er immer bekannt. In meinem Land ist er ein wichtiger Komponist. Und ich wollte einfach der Welt zeigen, dass so ein Komponist war und er hat geniale Musik geschrieben. Ich möchte gerne die Etüden von beiden Komponisten aufnehmen, weil
Es ist wieder Opus 8 von beiden. Und dieser Vergleich möchte ich auch machen. Also das wäre meine nächste Idee.